Hallo Leute, ich bin's mal wieder und weiter geht's mit Haskell. Wie versprochen, dieses Mal mit Listen. Zunächst einmal, was ist eine Liste? Naja, wir haben genau zwei Möglichkeiten. Eine Liste ist entweder das hier oder es ist das hier. Okay, das sieht jetzt komplett komisch aus. Warum sollen das Listen sein? Naja, das hier oben ist die leere Liste, also quasi die leere Menge. Da ist einfach nichts drin, keine Elemente, aber es ist trotzdem eine Liste. Und das hier ist eine Liste, die besteht aus dem ersten Element und der Restliste. Diese Restliste kann dann natürlich logischerweise auch die leere Liste sein, sonst könnten wir keine einelementigen Listen darstellen. Und das hier vorne muss aber tatsächlich immer irgendwas sein. So, wie wir jetzt uns selber Listen in Haskell schreiben, ist folgendermaßen. Wenn wir eine leere Liste wollen, klar das hier, aber ansonsten kann man einfach sagen, okay. Wir haben eine Liste 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine Liste von 1 bis 5. Das können wir theoretisch einfach mal machen hier. Wir brauchen dazu ja keinen Code oder sowas. Das ist jetzt nicht das Programm. Sondern das macht einfach mal gar nichts, was für uns irgendwie relevant ist. 1, 2, 3, 4 und 5. So, und das ist einfach dann eine Liste. Was genau dasselbe tut, ist folgender Operator, nämlich der Doppelpunkt. Ich hoffe, ihr könnt das hier lesen, weil da kann ich nicht ranzoomen, leider. Und zwar, wenn wir schreiben 1, ups, 1, Doppelpunkt und dann wiederum eine Klammer und in diese Klammer schreiben wir 2 Doppelpunkten, darin wiederum eine Klammer, dann schreiben wir hier eine 3, dann gibt es einen Fehler. Warum gibt es einen Fehler? Achso, ja, weil ich was vergessen habe. 3 ist ja keine Liste, das heißt, wir müssen 3 noch in die leere Liste einfügen. So, jetzt tut's. So, 1, 2, 3, das ist genauso dieselbe Liste, wie wir hier oben eben gemacht haben, nur halt nur drei Elemente drin. Okay, das ist quasi die, ja, einfachste Art, wie man irgendwie was mit Listen machen kann, nämlich sie zu erstellen. So, dann haben wir noch eine Funktion null oder null. Null von der leeren Liste gibt uns einfach true zurück, weil es prüft einfach, ob die Liste leer ist. Und null von irgendeiner anderen Liste, nämlich 1, 2, 3, gibt uns natürlich false zurück, weil wir keine leere Liste haben. Dann gibt es noch die Operation head und tail, die brauchen wir auch hin und wieder mal. Also head von 1, 2, 3 ist einfach die 1, nämlich das erste Element. Head von der leeren Liste wiederum gibt eine Exception, da müsst ihr aufpassen, das darf man nicht einfach so machen. Und dann hatte ich noch gesagt tail, ne? Tail von 1, 2, 3 gibt uns die Restliste zurück, also 2 und 3. Achtung hier, wenn wir nur ein Element aufrufen, kommt dabei die leere Liste raus. Logischerweise, weil nach der 1 kommt ja kein Element mehr. Und wenn wir hier aber auf die leere Liste aufrufen, dann kommt da einfach ein Error zurück. Das heißt dann aber auch wirklich, dass euer Programm abgestürzt ist. Also da kann man gar nichts mehr machen. Da gibt es kein Try and Catch oder mach weiter oder sowas, sondern dann ist es halt wirklich tot. Gut. So, das war jetzt mal sozusagen die Basics, was man alles mit Listen machen kann. Jetzt will ich euch zeigen, wie man Listen in einer Funktion benutzt. Und zwar tut man das wie folgt. Wir sagen jetzt einfach mal, was wollen wir denn machen? Vielleicht mal was Leichtes. Und zwar die Länge einer Liste ausrechnen. Das machen wir folgendermaßen. Ja, wir sagen Length von der Liste von der Liste L ist gleich, und wenn die Liste null ist, also if null L, das ist ja ein Boolean-Wert, den gibt es mehr oder weniger schon. Also da kommt halt ein Boolean-Wert immer rein und es wird ein Boolean-Wert hier bei null ausgegeben. Haben wir gesehen mit True und False. Dann ist es 0. Und ansonsten ist es 1 plus die Länge des hinteren Teils von der Liste. Achtung, hier brauchen wir natürlich die Klammern, weil ansonsten würde Length auf Tail aufgerufen werden, weil ja das der nächste Parameter ist. Ja, und Tail ist aber eine Funktion, das heißt, das funktioniert nicht ganz so gut. Wir wollen ja eine Liste hier haben. Okay, Length von Tail von L. Naja, das Tail von L ist immer alles bis auf das erste Element. Und Length gibt uns dann genau das hier wieder zurück, nämlich 0, wenn wir kein Element mehr drin haben. Und ansonsten 1 plus die Länge vom Rest.
Gut, das können wir jetzt auch gleich mal testen. Ich glaube, ihr glaubt mir, dass das funktionieren könnte. Ah, und das funktioniert tatsächlich nicht. Was ist denn hier das Problem? Ach so, ja, wir haben schon eine Length-Funktion von Haskell selbst gegeben. Das heißt, wir müssen hier leider unsere Funktion umschreiben. So, und jetzt sagen wir hier Length 2 von 1, 2, 3, 4, 5. Na, das Z sollte da vielleicht nicht sein. So, das ist 11. Können wir gerne mal nachzählen, sollte stimmen. Ja. Was ich jetzt aber mit euch auch noch machen möchte, ist Pattern Matching. Was ist Pattern Matching? Pattern Matching ist ganz easy eigentlich. Wir haben mehrere Basisfälle für unsere Liste L. Also ihr wisst ja vielleicht noch, eine Liste kann man schreiben als leere Liste oder als x:XS. So, und für diesen Fall haben wir hier eben nicht Length 43, sondern Length 3. So, die Länge einer leeren Liste ist 0. Okay. Und schon haben wir den ersten Fall hier abgedeckt. Das war quasi das hier. Und unser Programm läuft jedes Mal, wenn wir Length 3 aufrufen, durch alle von oben nach unten durch die ganzen Funktionen, die wir hier haben. Also wenn wir hier jetzt nochmal Length 3 schreiben, dann seht ihr, glaube ich, was ich meine. x:XS. Weil für x:XS darf hier keine leere Liste stehen. Weil sonst kriegen wir einen Error, weil x muss immer ein echtes Element sein. Wenn wir da null haben als Liste, also nichts in der Liste drin, können wir uns auch kein erstes Element hier rausholen. Das ist quasi schon unser Head hier drin, unser x. Und wenn wir unser x irgendwie aus der leeren Liste rausziehen, dann haben wir ja gesehen, es gibt einen Error. Das heißt, wir müssen den Fall auf jeden Fall abfangen, dass uns das nicht passieren kann. Und das ist eben das hier oben. Nennt man auch Basisfall. Und dann sagen wir Length von x:XS. Naja gut, was ist das? Das ist Length 3 von xs und das Ganze mit 1 drauf addiert. Und das ist jetzt quasi der Else-File hier hinten. Kann man jetzt natürlich sagen, warum schreibst du es in zwei Zeilen, wenn es auch in einer geht? Ja gut, erstens mal, der Else-File sollte man so oder so in eine neue Zeile schreiben. So, jetzt sind es auch zwei Zeilen, damit es übersichtlicher ist. Und zweitens ist es einfach ja, einfacher. Hier haben wir quasi den Basisfall, wenn es 0 ist, wenn die leere Liste ist. Dann müssen wir nicht diese Funktion hier aufrufen. Läuft erstens mal schneller und zweitens ist besser lesbar. Und für spätere Anwendungen ziemlich wichtig, glaubt mir. So, und wenn wir jetzt hier eben das haben, dann haben wir genau dieselbe Funktion wie hier oben. Das können wir auch gerne mal testen, wenn ich gespeichert habe, sollte es funktionieren. So, dann sagen wir Length 3 von. Ist 8. Okay, also es scheint zu funktionieren. Sieht gut aus. Okay, ja, das ist sogenanntes Pattern Matching. Also jetzt habt ihr in diesem Video gleich zwei Riesensachen kennengelernt. Bitte spielt mit diesen Dingern immer ziemlich viel rum, weil es ist wirklich wichtig. Also das mit Listen. Listen kann man schreiben als das hier oder als das hier und dann kann man direkt auf das erste Element drauf zugreifen. Das möchte ich jetzt mit euch auch noch machen, wenn wir jetzt sagen, ja, was gibt es für eine vernünftige Funktion, sagen wir mal das Minimum ausrechnen. Dann brauchen wir natürlich auch erstmal wieder den Basisfall. Das Minimum von der leeren Liste ist erstmal 0, sagen wir. Oder wir geben einen Error zurück, aber ich möchte keinen Error zurückgeben. Ich finde das irgendwie immer uncool. Achso, wahrscheinlich gibt es Minimum die Funktion an sich auch schon. Deswegen machen wir das mal so. Und jetzt sagen wir hier Minimum von der Liste. Ist dann einfach x:XS. Okay, wir können direkt auf das Element drauf zugreifen. Nun gut, das heißt, wir wollen jetzt gucken, ist das Element hier kleiner? Also if x, also erstmal brauchen wir natürlich noch irgendwie ein Referenzminimum. Wo ist unser Minimum hier? Wo ist das kleinste, die kleinste Zahl? Das heißt, wir brauchen hier wahrscheinlich noch einen Akkumulator. Okay, vielleicht ist das Beispiel nicht gerade das Beste. Weil wir hier gerade alles durcheinander schmeißen. Aber macht nichts. So, und jetzt hier hinten als Akkumulator sagen wir. Ach nein, da gibt es ja schon eine vorgefertigte Funktion. Habe ich ja gesagt. Können wir ja benutzen. Die vergleicht nur immer nur zwei Sachen. Das ist die Min-Funktion von Haskell selbst. Die vergleicht immer nur zwei Elemente. Wir wollen es hier auf einer ganzen Liste ausführen. Das kommt uns schon mal sehr gelegen. Also sagen wir Minimum von x und Minimum von xs. Okay, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben eine Funktion mit
nicht 9, Klammer zu. Wir haben eine Funktion mit zwei Parametern aufgerufen. Geht natürlich genauso. Wir können hier jegliche Funktion g mit x und y schreiben. Dann ist x ein Parameter und y ist ein Parameter. Und geben dann einfach einen Wert zurück, zum Beispiel x mal y. Ist kein Problem. Wir können hier auch noch 5 andere Parameter reinschreiben. Und die alle aufsummieren. Ist völlig egal. Funktioniert alles. Also wir können hier eine beliebige Menge an Parametern eben durch Leerzeichen getrennt reinpacken. Listen packt man eben so in diese Parameter. Ja, und Minimum nimmt eben zwei Sachen, nämlich zwei Zahlen, wirklich Zahlen, es können Doubles oder Integer sein oder sonstige irgendwelche Zahlen. Und vergleicht die dann, welche kleiner ist. Und hier beim Minimum kommt ja immer eine Zahl raus, das sehen wir hier, 0 ist eine Zahl und das Minimum selber gibt ja auch wieder nur eine Zahl zurück. Okay. So, und das heißt, wir gehen hier immer für die Liste jeweils einmal tiefer rein und vergleichen hier. Gut, dann können wir die mal aufrufen, die Funktion, und sagen wir mal das Minimum von einer dieser Zahlen hier. Wahrscheinlich wird es die 1 werden. Ne, ha, machen wir mal was mit Minus noch rein. Ja, logischerweise wird es das Riesen-Minus-Teil hier. Und hier ist es natürlich 0, weil wir hier als leere Liste die 0 definiert haben. Und hier kommt früher oder später einfach immer irgendwann, wenn wir ja immer das erste Element abspalten, kommen wir ja früher oder später auf jeden Fall mal in diesen Fall hier. Das heißt, hier wird immer 0 zurückgegeben. Was ein bisschen doof ist, eigentlich sollte man hier wirklich einen Fehler schmeißen. Ich mag aber echt keine Fehler. Sagen wir hier Error Empty. Dann müssen wir hier allerdings noch einen zweiten Fall abfangen, nämlich das Minimum von x Doppelpunkt leere Liste. Also das geht natürlich auch. Hier ist einfach die Restliste die leere Liste und auf das erste Element können wir nach wie vor zugreifen. Und wenn er das Pattern hier gefunden hat und wir geben direkt was zurück, ohne eine Rekursion, dann kommen wir auch niemals in diesen Fall hier, außer wir fragen gleich nach dem Minimum der leeren Liste. Jetzt schließe ich die beiden hier unten mal wieder. So, und jetzt können wir einfach auf das Minimum 2 drauf zugreifen. Wird natürlich wieder die 1 werden, wenn wir jetzt hier eben diesen Fall abgefangen haben. Gut, also was haben wir dieses Video Schönes gemacht? Wir haben Listen kennengelernt, leere Liste und x-Doppelpunkt, also x als erstes Element der Restliste. Die Restliste kann natürlich auch 0 sein. Wir haben eine vorgefertigte Funktion kennengelernt, wir haben Pattern Matching kennengelernt und wir haben die Error-Funktion kennengelernt. Das ist echt einiges, was wir jetzt gemacht haben. Bitte spielt damit ein bisschen rum. Ich werde euch wahrscheinlich dann im nächsten Video einfach noch mehr dazu zeigen. Andere Listenfunktionen, die wir auch dringend noch brauchen könnten. Gut, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.